Es ist ein Spitzenderby in der Bezirksliga. Das hat man auch selten. Der SV Westhofen-Ensen gegen die Sportvereinigung Porz. Ein klasse Derby, sowohl für Jonas Wendt als auch für Markus Arendt. Beide Trainer sind heiß auf diese Partien und wollen unbedingt gewinnen. Die Porzer auf Tabellenplatz 1 in den weißen Trikots gegen die Gastgeber in den schwarzen Trikots auf Tabellenplatz 12. Die erste Chance bei einem Eckball und die ist gleich gefährlich. Daniel Farol hier mit einem Kopfball. Das Spiel schnelllebig, viele Chancen auf beiden Seiten. Hier versucht es mal Gebel für Westhofen. Christian Cisniewski ist dazwischen und aufmerksam, genauso wie sein Trainer Jonas Wendt, der mit den Porzern auch mal einen Aufstieg erlebt hat. Damals als Spieler, damals war es der Aufstieg in die Bezirksliga. Nächste Chance für die Gastgeber. Nach dem Halbzeitpfiff Thomas Gildau. Richtig gute Chance, der geht an den Pfosten. Cisniewski wäre da niemals dran gekommen. Schöne Chance, aber so bleibt es beim 0:0. Die Antwort aus Porz mit Tatu. Schöner Ball in die Mitte und der sieht Mendoza. Nilson Santos Francisco Mendoza, das dauert lange, den Namen auszusprechen. Umso schneller sein Abschluss und sein Abspiel auf die rechte Seite. Und Tugay Düzelten dann mit dem Versuch, der Ausnahmekönner, schon 23 Tore hat er erzielt. Nummer 24 scheitert an Tim Strombrowski. Die Gäste dann wieder in der Vorwärtsbewegung. Der Angriff unterbunden durch Pires, der daraufhin die gelb-rote Karte von Schiedsrichter Orbach sieht. Die Gastgeber also dezimiert, aber auch Porz nicht mehr ganz vollständig, denn nach einer kleinen Diskussion wurde Jonas Wendt auf die Tribüne verwiesen. Für ihn jetzt Ignacio Cambrione, der Co-Trainer an der Seitenlinie. Der SV lässt sich allerdings nicht einschüchtern, kommt immer wieder über die Mitte, auch über ihren Kapitän, über Jan-Philipp Hammes, der in dieser Szene im Zweikampf mit Bruns gelegt wird. Wir möchten keine Entscheidung an dieser Stelle fällen. Dafür hat er gleich viel später noch eine Chance. Jan-Philipp Hammes. Riesenmöglichkeit. Cisniewski allerdings bärenstark im Kasten und gleichzeitig unzufrieden mit seiner Hintermannschaft. Hier sehen wir nochmal, klasse reagiert. 93. Minute, alles sieht nach Unentschieden aus. Aber dann landet der Ball bei Chris Scholz. 1:0 für die Sportvereinigung. Unfassbar, was für eine Ekstase. Damit haben sie nicht mehr gerechnet. Damit hat keiner gerechnet, auch nicht Westhofen. Ein bisschen Glück ist dabei. Scholz vollkommen alleine gelassen von der Abwehr. Den muss er machen und den macht er auch. Was für ein emotionaler Treffer. Und dann bleibt es dabei. Die Sportvereinigung Porz gewinnt dieses heiß umkämpfte Derby mit 1:0. An den Trainerfronten ist alles wieder erkaltet. Und der Torjäger, der ist richtig stolz auf seine Bude. Ja, unglaubliches Gefühl. Also es war mein emotionalster Jubel in 19 Jahren Fußballspielen. Bei dem Derby, wir sind an Platz 1, es war ein sehr wichtiges Spiel für uns, das dann zu gewinnen. Hinspiel war auch schon hitzig, dass wir unentschieden gespielt haben und jetzt die 3 Punkte zu holen, dann auch noch das Tor zu machen, unglaublich. Diesen Sieg können sie feiern, die Sportvereinigung Porz mit 58 Punkten weiterhin auf Meisterschaftskurs. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.